Herzlich willkommen zum letzten Video dieses Foliensatzes. Wir haben jetzt in den letzten paar Videos im Grunde den einen möglichen von mehreren Entwurfsprozess durchgespielt. Wir haben am Anfang uns überlegt, welche Anforderungen könnten denn die Architektur beeinflussen. Das waren Architekturtreiber. Dann haben wir einen Teil davon berücksichtigt und uns eine technische Architektur überlegt, eine fachliche Architektur überlegt. Also da sind verschiedene Dokumentationselemente rausgekommen, Verteilungsarchitektur, eine grobe Architektur, vielleicht eine T-Architektur, wo es Sinn gemacht hat, oder verschiedene andere Sichten in ihrem spezifischen Kontext. Und jetzt sollten wir sicherstellen, dass wir uns da keinen Blödsinn ausgedacht haben. Das heißt, was wir immer machen, egal was wir tun, ist, wir machen Qualitätssicherung. Und darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Also Qualitätssicherung von Softwarearchitektur, natürlich nur ein ganz kleiner Einstich in das Thema. Darüber kann ich auch eine ganze Vorlesung halten, wenn Sie wollen. So, also, was kann man machen, um sich jetzt ein Bild zu verschaffen von der Softwarearchitektur? Dazu ist natürlich die Frage, was haben wir überhaupt zur Verfügung? Haben wir eine Tüte Diagramme oder haben wir schon Software? Und abhängig davon überlegen wir uns, was wir tun können, um die Qualität festzustellen. Um dann darauf zu reagieren natürlich. Wir können einen Prototypen bauen. Das heißt, wir pflücken uns ein Element des Systems heraus, nicht zwingend über alle Schichten, vielleicht nur die GUI oder nur ein Datenbankteil oder sowas, der uns irgendwie kritisch erscheint, und bauen dazu einen Prototypen. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht schon, aber man könnte beispielsweise einen Prototyp von der PWA-Struktur bauen, beispielsweise. Davon zu untersche Also das ist ein Teil des Systems, das wir bauen. Davon zu unterscheiden ist der Durchstich. Beim Durchstich kommt es darauf an, den haben Sie schon gebaut, dass alle relevanten technischen Teile des Systems darin verbaut sind. Also wenn Sie so eine Standardarchitektur haben, sowohl der Smartphone-Teil wie auch der Backend-Teil wie auch der Datenbank-Teil müssen drin sein. Und zwar nach Möglichkeiten nahe an der Zielumgebung. Das wäre ein technischer Durchstich. Was wir nicht mehr anschauen werden, was, soweit ich den Kollegen höflich verstanden habe, vor allem in der SKS-Vorlesung vorkommt, ist, dass man natürlich auch versuchen kann, Teile des Systems zu simulieren. Wenn Sie das machen wollen, brauchen Sie natürlich irgendeine, sagen wir mal, Beschreibung des Systems, also eben kein Code, sondern eine andere Form von Beschreibung, die sich für eine Simulation eignet. Möglicherweise können Sie einen Teil des Systems als endlichen Automaten beschreiben. Das, oder als hierarchische Ansammlung mehrerer ineinander geschachtelter endlicher Automaten. Wenn Sie das machen, können Sie ausrechnen, ob das System beispielsweise niemals im Zustand X gerät oder immer im Zustand Y bleibt oder gewisse, sagen wir mal, Eigenschaften hat, die Sie brauchen können. Das heißt, so das Durchrechnen mit endlichen Automaten wird auch als Model Checking bezeichnet. Was Sie auch machen können, ist, Sie modellieren sozusagen die Ausfallsicherheit des Systems über einen Fehlerbaum und können über den Fehlerbaum auch da wieder Aussagen machen über Ausfallwahrscheinlichkeiten. Also auch da können Sie sozusagen zum Beispiel eine Eintrittswahrscheinlichkeit für gewisse Fehlerursachen angeben und dann ausrechnen, wie ausfallsicher ist Ihr System insgesamt. Ich bin kein Experte bei sowas, da können Sie eine ganze Menge machen, aber wie gesagt, Sie brauchen irgendein Modell Ihres Systems, zum Beispiel einen endlichen Automaten oder ein Aktivitätsdiagramm, und das Modell muss so mal genügend Semantik hergeben, dass Sie so eine Art vollständige Verhaltensbeschreibung haben oder eine vollständige Beschreibung einer gewissen Eigenschaft, und dann können Sie anfangen zu simulieren oder mit mathematischen Modellen tatsächlich zu rechnen. Auf der Basis können Sie dann gewisse Eigenschaften beweisen von dem System. Das können Sie mit meinen Mitteln, also Tests und so weiter, können Sie das nicht. Also für sicherheitskritische Sachen ist das manchmal dringend erforderlich. Was können Sie noch machen? Sie können zur Qualitätssicherung Menschen draufschauen lassen. Das heißt, Sie machen irgendeine Form von Architekturreview. Da würde ich Ihnen auch ein paar Sachen gerne mal im Detail zeigen. Also man kann irgendwelchen Leuten das kurz vorstellen, also im Sinne von, sie gehen mit dem Stift an Whiteboard, malen kurz ein paar Kästen und Pfeile hin und fragen Kolleginnen und Kollegen und nach ihrer Meinung. Das ist für so ein klassischer Walkthrough durch ein Architekturmodell. Sie können ein formales Review machen. Das gibt auch sozusagen in verschiedenen Kampfklassen von der formalen Inspektion, also wo Sie wirklich ein Dokument ausdrucken, das eine Woche vorher an eine Menge Leute verschicken. Die Leute bilden sich über die Woche lang eine Meinung, schicken Ihnen Review-Anmerkungen zurück und Sie machen eine formale Inspektionssitzung. Das wäre sozusagen der ganz formale Teil. Sie können es auch relativ leichtgewichtig machen, indem Sie ein paar Sachen verschicken und Sie kriegen irgendwelche Zettel mit Anmerkungen zurück.
Was man auch machen kann, ist, man kann Szenarios durchspielen. Das haben Sie in den letzten Videos ja gesehen, dass man, sagen wir mal, gewisse Qualitätseigenschaften des Systems auch als Szenario formulieren kann. Und das kann man relativ systematisch tun. Da gibt es vor allem durch den Rick Kassman und bei Len Bess und Co., also von dem amerikanischen Software Engineering Institute, einen ganzen Haufen von Verfahren. Die waren eine Zeit lang mal sehr populär. Ich glaube, inzwischen hat das Interesse deutlich nachgelassen. Das wären SAM, ATAM, CBAM und so weiter und so weiter. So, da gehen wir jetzt auf ein paar Sachen noch im Detail ein. Halte ich, glaube ich, für spannend. Das halte ich für sehr spannend, sonst würde ich es Ihnen ja nicht erzählen. Also, nochmal zur Wiederholung. Wenn ich Sie einmal nachts um 3 wecke und ich frage Sie, was ist das Wichtigste, was Sie tun können im Bereich der Softwarearchitektur? Muss wie aus der Pistole geschossen kommen, der Begriff Durchstich. Also, wenn Sie sich was merken von diesen ganzen Videos, merken Sie sich das Wort Durchstich. Also, wenn ich Sie nachts um 3 wecke, kommt das Wort Durchstich. Was machen Sie da? Da bauen Sie alle wichtigen Teile des Systems zusammen und möglichst unter Produktivbedingungen mit dem Ziel, so früh wie möglich rauszufinden, wenn das irgendwas nicht funktioniert. Also, wenn Sie beispielsweise meinen, Sie bräuchten dringend verteilte Transaktionen mit 2-Phasen-Commit, bauen Sie am Anfang des Projektes dieses ganze verteilte Transaktions- und 2-Phasen-Commit-Zeug zusammen, denn wenn Sie feststellen, das geht nicht, dann können Sie noch reagieren. Wenn Sie das System 3 Wochen vor der Lieferung da feststellen, blöd, ein zentraler Bestandteil Ihres Systems kann nicht gehen, weil zum Beispiel die Herstellersoftware von verschiedenen Herstellern nicht zusammenspielt, dann sind Sie im Eimer, da können Sie nichts mehr machen. Also so früh wie möglich kritische Stellen ausprobieren. Als Element des aktiven Risikomanagements. Also, und was bauen Sie da rein? Naja, also für das Standardsystem irgendwie was mit Datenbankzugriff, irgendwas mit grafischer Oberfläche und irgendwas mit Querschnittsfunktionen. Also OAuth 2, Logging, weiß der Henker, was Sie brauchen. Aber bitte in der Zielumgebung. Also auf der Google Cloud, wenn es da laufen soll, auf einer Menge Docker-Container, wenn es da laufen soll, oder auf Ihrem iPhone 12 Quadrat Quietsch, wenn es darauf laufen soll. Also immer für die Zielumgebung. Und das Ziel ist, ich hatte am Anfang, in dem ersten Video hatte ich ja so ein bisschen erzählt, wie man Karriere machen kann. Also Sie können ja Sie haben ja die Möglichkeit, technische Karriere zu machen. Und wenn Sie Architektin oder Architekt sind oder Chief Programmer oder technischer Berater, irgendwas im Umfeld, ist es ganz wichtig, dass Sie selber technisch so weit auf der Höhe bleiben, dass Sie im Zweifel alles selber bauen können. Also, dass Sie jetzt nur noch Kästen und Pfeile machen können und Excel-Sheets schubsen, dann sind Sie irgendwann zu weit weg von der eigentlichen Technik. Wenn Sie müssen zwingend in Ihre Hände noch in der Technologie haben, also alle neuen, die neueren Programmiersprachen tatsächlich beherrschen und sozusagen auch die Frameworks kennen aus eigener Anschauung. Und das geht nur, wenn Sie diesen technischen Durchstich selber bauen. Also wenn Sie mal Architektin oder Architekt werden, bauen Sie einen technischen Durchstich. Sonst lernen Sie selber nicht, wie es geht. Zweiter Punkt ist natürlich, Sie bauen das Zeug zusammen, weil Sie die Risiken in den Griff kriegen wollen. Und weil es ein Problem gibt, wollen Sie es früh genug wissen. Deswegen bauen Sie den technischen Durchstich. Zweitens, wenn Sie das gebaut haben, Sie kriegen ja schon ersten Eindruck, wie gut ist die Doku, kriege ich auf Stack Overflow Hilfe, stürzt das Teil ständig ab, oder wie gnädig ist die Infrastruktur, wie schnell schaffe ich es irgendwie so auf die Schnelle in Hello World zu implementieren. Also Sie kriegen einen guten ersten Eindruck davon, wo landen wir mit der Performance, wie robust ist das Ganze und wie schnell haben sich meine Entwicklerinnen und Entwickler da eingearbeitet. Also deswegen technischen Durchstich immer selber bauen und für neue Sachen, die Sie machen, immer bauen. Also wenn Sie zum tausendsten Mal eine PHP-Applikation mit Laravel und irgendeinem JavaScript-Client bauen, dann bauen Sie es natürlich nicht. Aber immer wenn etwas Neues dabei ist, irgendwas, wo Sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann bauen Sie einen technischen Durchstich. Sie können auch einen Prototypen bauen, Teil des Systems, hatte ich schon erwähnt. Also häufig bauen Sie GUI-Prototypen. Da sind Sie nicht zwingend auf die Zielumgebung angewiesen. Sie wollen nur einen Eindruck von einer gewissen Eigenschaft haben. Insofern können Sie den Prototypen von mir aus auch in JavaScript bauen, wenn das eigentliche System in PHP gemacht ist, meinetwegen. Also Sie wollen nur eine gewisse Eigenschaft vom System ausprobieren. Und wie gesagt, sonst wäre es ja ein technischer Durchstich. Und was Sie häufig machen, ist, Sie bauen zum Beispiel GUI-Prototypen, um Teile der Anforderungen mal durchzuspielen und zu gucken, passt die fachliche Struktur des Systems. Und Sie bauen das deswegen, um Feedback vom Benutzer zu bekommen oder von Ihren Stakeholdern. Und Sie kriegen darüber so erste Ideen davon, ist das Zeug überhaupt benutzbar? Weil Sie die ersten mit Papierprototypen oder auch mit ersten GUI-Prototypen, die ausführbar sind,
kriegen Sie ein gutes Gefühl dafür, wie gut kommen Ihre Benutzer eigentlich damit klar. Das ist so die Eigenschaft Usability oder Gebrauchstauglichkeit, die Sie darüber herauskriegen. Sie können, wenn Sie sozusagen nur Papier haben und noch keine Software, können Sie ein Architekturreview machen. Also das heißt, Sie besorgen sich ein oder mehrere Expertinnen oder Experten und brauchen Modelle Ihrer Architektur, sprich Kasten- und Pfeilediagramme oder vielleicht sogar ein Dokument. Und die Expertinnen und Experten können sich das dann anschauen und sich ihre Erklärung anhören und gucken, ob das vernünftig ist oder nicht. Das ist ein ganz normales Review-Verfahren, das Sie in verschiedenen Kampfklassen durchführen können. Also ein Walkthrough, eher informell. Sie können so eine Art Peer-Review machen, also so ein bisschen formaler, oder Sie machen es wirklich mit offizieller Sitzung und viel Dokumentation im Sinne einer formalen Inspektion. Also haben Sie so ein ganz relativ breites Spektrum, wie Sie vorgehen können, abhängig natürlich von der Kritikalität Ihres Systems. Also irgendeine olle Webdarstellung, da können Sie wahrscheinlich mit einem Walkthrough auskommen, wenn Sie ein System machen zur holländischen Flutsteuerung und Sie können Holland überfluten, wenn Sie es falsch machen, wäre es vielleicht angemessen, sehr, sehr stark formal zu arbeiten. Sie besorgen sich meistens Peers, also einfach fragen Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Einfachste. Das wäre eine ganz normales Peer Review. Und also Sie stellen sich, belästigen einfach einen Kollegen oder eine Kollegin und malen denen einfach die Architektur mit einem Stift an ein Whiteboard und fragen nach deren Meinung. Was Sie auch machen können, ist bei komplexeren Sachen oder wenn Sie neu in der Technologie sind, dass Sie sich einen externen Gutachter einladen. Das kann auch ruhig ein teurer Post-Sales-Consultant sein. Die kosten häufig viel Geld, also Größenordnung 2.000, 3.000 Euro pro Tag. Und der Experte macht Ihnen dann ein Review und sagt Ihnen dann, ja, genau in meiner Technologie habe ich die Detailschulung gemacht, machen Sie das, aber nicht das, was Sie so aus den normalen Unterlagen eben nicht raussehen können. Das kann Ihnen so ein Experte sagen. Also kaufen Sie sich einen Post-Sales-Consultant. Also was bedeutet es, Sie müssen Geld dafür ausgeben. Den kriegen Sie nicht umsonst und das wird teuer sein. Also mindestens 1.000 Euro pro Tag, eher noch mehr. So, und wie gesagt, Sie können das formal oder informell machen, das habe ich ja schon erzählt. Und was Sie als Ergebnis haben, ist, Sie haben eine Liste von irgendwelchen Anmerkungen, also kritische Stellen. Gucken Sie das nochmal an. Hier klappt es in der Performance nicht, da kann es abstürzen. Vielleicht eine Liste von Verbesserungsvorschlägen, wenn Sie konstruktive Reviewer haben. Also gerade mit Kollegen diskutieren Sie ja so lange rum, bis die Ihnen Vorschläge machen. Das Zweite ist, wenn Sie es im Team machen, haben Sie das Wissen über die Architektur verteilt. Also das heißt, selbst wenn sich die Architektur oder die Struktur einer ausgedacht hat, wenn Sie in Ihrem Team diskutieren, wissen nachher alle, die mitdiskutiert haben, mehr. Und die Leute, die diskutiert haben, sind ja dann, wenn es kaputt ist, auch mit dran schuld. Also haben Sie nicht nur gestreutes Wissen, sondern auch eine gewisse Verantwortung, die Sie plötzlich von einer Person, der Architektin, dem Architekten gestreut haben, in das Team rein. Also es hat auch so was Politisches, wenn Sie so ein Review machen. Und in formaleren Vorgehensmodellen mussten Sie früher, ich bin nicht sicher, ob das noch jemand macht, gab es so Qualitätsgateways und eins davon war halt für die Architektur und da musste es halt tatsächlich so ein formales Review. Wenn Sie sagen, ja, mein System ist total doll voll wartbar, ist das natürlich Käse oder mein System ist voll doll intuitiv bedienbar, das hatten wir schon in den Vorgängervideos gesehen, dass das Quatsch ist. Bei Wartbarkeit kann ich ja sagen, so ein paar Änderungen gehen wahrscheinlich leicht mit meinem System und ein paar gehen schwierig. Und die Frage ist jetzt, ist die Gewichtung richtig? Ne? Sind die wahrscheinlichen Szenarien, die wahrscheinlichen Änderungen gehen die leicht mit meinem System und die unwahrscheinlichen Sachen gehen schwer? Dann ist die Architektur gut. Wenn die wahrscheinlichen Sachen schwer gehen, habe ich wahrscheinlich Quatsch gemacht. Und deswegen macht es Sinn, sowas szenariobasiert durchzuspielen. Und ein Verfahren dazu ist von diesem Herrn hier erfunden worden, dem Rick Kessman. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, so 2001, 2002 veröffentlicht. Von dem stammt das SAM-Verfahren, Scenario-Based Architecture Assessment Method. Und er hat sich überlegt, naja, man kann ja sich so ein paar Szenarios überlegen und die Architektur beschreiben. Also Szenarios haben wir in den Vorgängervideos schon gesehen, wie man sowas machen kann. Also einfache Beispiele wie für Verfügbarkeit oder Wartungsszenarien. Und sie iterieren darum, solange bis sie sozusagen einen Fundus haben von Beispielen und Szenarios für die verschiedensten Qualitätseigenschaften ihres Systems. Dann fangen sie an, das Zeug durchzupriorisieren. Also was sind so die wahrscheinlichsten Szenarios oder die kritischsten Szenarios? Sie können zum Beispiel diesen Quality Utility Tree verwenden, der in einem der vorherigen Videos vorkommt. Sie überlegen dann, naja,
wenn ich das Szenario durchspiele, was bedeutet das eigentlich für das System? Also Beispiel, ich habe das Szenario, ein neues Feld in die GUI einfügen und dann überlege ich mir hier in Schritt 4, naja, wie teuer ist denn das an meinem aktuellen Architekturentwurf? Ne? Wie viele Bearbeitertage kostet es wahrscheinlich, ein neues GUI-Feld einzubauen? Wie gesagt, das gucken Sie für in 4 für individuelle Szenarios an und in 5 versuchen Sie sozusagen Sachen, Szenarios nochmal zu gucken, wie interagieren die Szenarios miteinander. Also Beispiel Performance versus Security oder Usability versus Security. Und am Ende erstellen Sie so eine Gesamtübersicht. Wie gesagt, das war so ein ganz einfaches Verfahren, das SAM-Verfahren. Das können Sie noch viel, viel komplizierter und umfassender machen. Das kann man durchaus noch komplizierter machen, aber ich finde so diese Idee mit Szenarios, sich diesem Thema Qualitätseigenschaften zu nähern, also die erstmal so zu spezifizieren und dann noch am System so durchzuspielen, halte ich für am anschaulichsten, weil jeder Stakeholder mitmachen kann. Wenn Sie anfangen mit Stochastikum zu rechnen, dann oder mit anderen Systemmodellen rumrechnen, mit wunderbaren UML 2.x-Diagrammen, das versteht ja kein Mensch, wenn er Betriebswirt oder Maschinenbauer ist. Also deswegen ist so ein Verfahren eigentlich ganz gut, weil da jeder mitarbeiten kann.